Soldaten entfernen die Nummernschilder ihrer Militärfahrzeuge und alle anderen Erkennungszeichen. Alles wird dafür getan, um den Ursprung der russischen Fahrzeuge und Waffen zu verheimlichen und dann zu sagen, man habe dieses Material von den Ukrainern erobert. Die Oppositionellen suchen nun Geld, um den Nemzow-Bericht breit zu streuen. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin wollte sich heute zum Bericht nicht äußern. Eine ganze Generation von Buben hat 1985 auf einen Schlag den Papi am Steuer seines Opel Rekord unheimlich langweilig gefunden. Denn Ende August 1985 war im deutschen Fernsehen zum ersten Mal David Hasselhoff alias Michael Knight an Bord seines Wunderautos Kit zu sehen. Kit konnte sprechen, hatte Humor und konnte selber fahren. Führerlos hält das Auto die perfekte Spur, während der Knight Rider anderweitig beschäftigt ist. Jetzt übernimmst du. Ich lass dich allein. Ein bubengeträumter Science-Fiction in den 80ern. Doch seit einiger Zeit sind selbstfahrende Autos in den Schlagzeilen und auf den Straßen, zumindest als Testfahrzeuge, weniger zur Verbrechensbekämpfung à la Knight Rider.